Bei der Winteruniversiade darf ich bei anderen grossen Events einfach das Maskottchen nicht fehlen. Das ist bei uns der Uli. In der Winteruniversiade darf für mich niemals Schnee fehlen. Weil Schnee ist, ist so ein bisschen das Basic, das wir brauchen. Wir hatten mal eine Winteruniversiade in der Türkei, wo sie zwar Schneekanonen hatten, aber keine Wasserleitungen. Weil sie davon sind ausgegangen, dass sie ja immer Schnee haben, aber in diesem Jahr haben sie einfach keinen gehabt. Und den haben wir nicht trainieren können. Und im Rennen selber, es hat einfach so wenig Schnee gehabt. Es waren wirklich schwierige Verhältnisse neu gewesen, für überhaupt das Rennen durchzuführen. So viel zur technischen Seite, aber was am allerwichtigsten vor allem sind die Emotionen von den Athleten selber, dass die sich einbringen, von den Volunteers, dass sie das zum Sportfest machen, auch von den Organisatoren, von den Zuschauern, vom Publikum und von der Bevölkerung der Schweiz, dass sie das Event tragen und mitleben und mitfeiern und zeigen, dass wir eine Sportnation sind. Für mich das Wichtigste an der Winteruniversiade wird sein, dass es genug Schnee hat. Also was für mich auf keinen Fall fehlen darf, sind, wie gesagt, gut organisierte Wettkämpfe, einfach eine coole Atmosphäre auch unter den Athleten. Und ja, dann wird es eine super tolle Woche.